Hallo liebe Freunde von scharfen Messern, ich bin Nandka von Schmiedeglut. Heute gibt es ein paar Neuigkeiten, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber bevor das ist, müssen wir erstmal über was ganz Wichtiges sprechen. Ein ganz wichtiges Anliegen ist es mir, bei euch Danke zu sagen. Danke für das Jahr 2020. Wir hatten wahnsinnig viel Spaß. Es war total herausfordernd, weil die Nachfrage von euch nach unseren Produkten so groß ist, dass wir eigentlich immer nie hinterherkommen. Und das ist natürlich was Positives, aber das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Und das ist auch so der Hauptinhalt von diesem Video heute, neben natürlich den Produktneuerungen, euch einfach mal einen Einblick zu geben in unseren Alltag und was hier so passiert und warum die Sachen manchmal länger dauern, als wir es uns wünschen würden und auch als ihr hofft. Als ich mit Schmiedeglut angefangen habe, habe ich handgeschmiedete Einzelstücke gemacht, die Masterpiece-Messer. Dann sind irgendwann die Saki-Messer dazugekommen, dann sind die Breacher, die Zerstörer dazugekommen. Dann haben wir mal einen X-Hunter zwischendurch gemacht, die Santokus gebaut. Und eigentlich ist permanent die Situation gewesen, dass ihr so Hammer seid und uns die Sachen aus den Händen gerissen habt, weil ihr gemerkt habt, wir haben damit Spaß und mit Qualitätsempfinden und mit, aber wir lassen uns ja auch was einfallen, ne? So ist es ja nicht. Also ich finde schon richtig geil, was wir hier machen, muss ich auch mal ganz ehrlich zu uns selbst sagen. Unser Team ist gewachsen, wir haben eine coole Zeit hier miteinander, jeder packt mit an und holt das Beste aus sich selbst raus und ich glaube, das merkt man auch in unseren Produkten. Nur, die Nachfrage ist immer größer, als wir es hier schaffen können mit unseren eigenen Händen. Deswegen haben wir irgendwann uns überlegt, entweder gibt es nur diesen kleinen elitären Kreis und es kriegen halt nur 20 Leute im Monat irgendwie ein Messer, weil wir einfach, die Messer brauchen halt lange. Wenn ich 20 Stunden am Messer arbeite, dann kann ich nicht viele machen. Oder wir überlegen uns was, um die Qualität zu erhalten, aber den Output zu steigern. Ja, grundsätzlich haben wir immer ein Platzproblem. Nämlich, wenn wir mehr herstellen wollen, müssen wir auch mehr machen. Und für mehr machen brauchen wir mehr Platz. Und ihr seht, wir haben den Platz, wir haben hier hinter der Messerschmiede 10.000 Quadratmeter. Die haben wir alle schon umgewandelt als Bauland, weil da ist das Ortsschild und das war alles außerorts. Und das haben wir schon gemacht, der Bebauungsplan ist fertig, wir können loslegen zu bauen. Das Problem ist einfach nur, es dauert alles länger als geplant. Und durch Corona dauert noch mal alles länger und ist noch viel komplizierter geworden. Aber das, was hier entstehen soll, wir wollen da hinten eine Werkstatt hinbauen, wo wir niemand anders mehr brauchen, wo wir alles haben, um selber Messer in Manufakturarbeit hier herzustellen und dass wir nicht mehr darauf angewiesen sind, irgendjemanden für uns was machen zu lassen, weil wir alles selber machen. Das ist der Plan. Aber dieses Mammutprojekt muss halt auch irgendwie in die Praxis umgesetzt werden und sowas, das dauert Ewigkeiten, diese ganzen Sachen. Alleine die Maschine, wenn ich jetzt mir irgendwie eine Schleifmaschine bestelle, die hat 2 Jahre Lieferzeit. Und ein Stromkabel, wir müssen hier ein Stromkabel herlegen mit einer eigenen Trafostation. Also lange Rede, kurzer Sinn. In den nächsten 10 Jahren will ich hier hinten eine Manufaktur aufbauen. Aber um die Manufaktur aufzubauen, müssen wir diesen Zwischenschritt machen, den wir jetzt gerade tun. Und nämlich die Arbeiten, die wir nicht selber machen können, weil was gefräst werden muss, weil was gelasert werden muss, weil wir mit flüssigem Stickstoff was tiefkühlen lassen müssen bei der Wärmebehandlung. Das müssen wir auslagern zu Fachkräften, die es können. Und da suchen wir uns die Besten aus und tauschen irgendwann das Ganze aus, hier hinten auf unserem eigenen Grundstück, in der eigenen Manufaktur. Und dann machen wir alles selber. Aber diesen Zwischenschritt müssen wir gehen. Sonst gibt es keine Schmiedeglutmesser, außer ein paar für ausgewählte, reiche Leute. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die Manufaktur bauen. Damit wir die Manufaktur aber bauen können, müssen wir wieder 2 oder 3 Millionen in die Hand nehmen und investieren. Und um das wiederum zu machen, müssen wir erst viele Messer verkaufen, damit wir die Kohle haben, um das zu machen. Ihr merkt, das ist so ein Kreislauf, der da entsteht. Und unser Ansatz ist zu sagen, wir nehmen unser Fachwissen und unsere Expertise aus den ganzen handgemachten Messern, bauen alles, was wir hier selber machen können, wie wir es in der Vergangenheit gemacht haben, weiter, aber fügen einfach noch Serienmesser hinzu, die wir nach unseren Vorgaben so herstellen lassen, dass wir da Schmiedeglut draufschreiben können, dass wir sagen können, da stehen wir hinter der Qualität und das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her super und das schließt die Lücke, bis wir die hier mal selber produzieren können. Und dafür haben wir uns Fachleute von der ganzen Welt mit ins Boot geholt, unter anderem aus Solingen natürlich auch, aber Solingen stößt schnell an seine Grenzen, wenn es zum Beispiel Titanfräsarbeiten, um präzise Erodiergeschichten, um CNC-gefräste Bauteile und sonst was geht.
da sind die Chinesen zum Beispiel einfach viel besser mittlerweile drin. Und deswegen haben wir auch in manchen Messern einfach China mit drin, weil die es einfach am besten können. Eins ist aber klar, die Qualität verändert sich nie nach unten, sondern immer nur nach oben. Für alles, was wir ändern oder neu machen, müssen wir immer eine Qualitätsverbesserung haben, aber ich will nichts schlechter haben. Also alle Messer, wo Schmiedeglut draufsteht, haben auch die Qualität, dass ihr davon ausgehen könnt, das ist das Beste, was ihr für das Geld irgendwie auftreiben könnt. Und jetzt ist so die Sache, die Masterpiece-Messer machen wir genauso wie vorher auch hier. Die schaffen es meistens nur noch nicht mal in Online-Shop, weil sobald ein Messer fertig ist, warten schon Leute, die wollen, dass wir den Foto schicken und dann ist es direkt verkauft, ohne jemals in den Shop zu kommen. Das ist einfach limitiert. Das ist halt einfach so. Es tut mir leid für alle, die auf Masterpiece-Messer im Shop warten, aber klappt im Moment nicht. Dann gibt es die Unlimited-Version. Die Unlimited-Version ist, wo wir sagen, das machen wir wirklich mit dem Besten vom Besten, was geht. Das sind eigentlich wie Masterpiece-Messer, die aber ein bisschen mit maschineller Unterstützung entstehen, um einfach einen kleinen Tacken die Stückzahlen hochzukriegen und den Preis dadurch ein bisschen attraktiver für euch auch zu gestalten. Sind wir in Arbeit mit allen möglichen Messervarianten, dass wir die Unlimited-Versionen rauskriegen. Angefangen haben wir jetzt damit mit der Essential-Reihe. Die Essential-Reihe sind im Prinzip die Masterpiece-Versionen, die wir dann genommen haben und gesagt haben, und das lassen wir jetzt in 2, 3 Varianten in guter Preis-Leistungs-Qualität, sodass man wirklich sagen kann, das ist ein Messer, das ist schon ein Schmiedeglutmesser von der Qualität, aber es ist halt noch kein Unlimited oder ein Masterpiece. Dafür kostet das hier zum Beispiel irgendwie um die 150 Euro und halt nicht 5 oder 6 oder 800 oder 1000 oder 1500 Euro. Also, wenn ihr mit Messern anfangen wollt, ist das ein guter Einstieg mit der Essential-Serie. Und von der Essential-Serie, von der Unlimited-Serie, wo es dann wirklich alles drin ist, was irgendwie geht und High-End ohne Ende. Und dann die handgemachten Einzelstücke immer mal so als kleine Tropfen, die zwischendurch immer mal kommen. Das ist das, was wir eigentlich auf die Beine stellen wollen. Aber wann kommen denn jetzt die ganzen Sachen, von denen ich spreche? Wann kommt denn das Essential-Messer? Wann kommt das Unlimited-Klappmesser? Wann kommt denn der Schleifstein? Und die ganzen anderen coolen Sachen. Wir haben ja so viele Projekte in der Pipeline. Das, was ich euch auf jeden Fall sagen kann, ist, der Schleifstein ist da, die Verpackung ist da, alles ist fertig. Die erste Charge geht am kommenden Freitag online. Auch das Schärfgeheimnis-Video geht mit dem Schleifstein am gleichen Tag zusammen online. Und Entschuldigung nochmal fürs Schärfgeheimnis, dass das so lange gedauert hat, aber das hatte einen guten Grund. Auch da haben wir nämlich was für gebaut, um das Schärfgeheimnis euch auch besser zeigen und erklären zu können. Und das hat einfach Zeit gebraucht. Geht's weiter mit den Essential-Messern. Die Essential-Messer sind in Arbeit, die sind im Online-Shop, aber leer. Ihr könnt sie aber vorbestellen. Also wenn ihr eins haben wollt, bestellt es und sobald Bestand da ist, kriegt ihr das. Also das bedeutet, hier ist Vorbestellen die Garantie dafür, dass sobald welche da sind, dass ihr sie dann auch bekommt. Für das Klappmesser, das ist der Prototyp, den ich seit fast einem Jahr mit mir in der Hosentasche rumtrage. Es ist so ein schönes Messer, ich liebe dieses Messer. Ich gehe ohne dieses Messer nicht mehr aus dem Haus, das ist immer mit dabei. Richtig cool, aus Titan, voller Damast in der Klinge drin, ein kleiner Roller hier im Clip, dass die Hosentasche nichts passiert, ein Backlock-Verschluss, das Ganze ist gesetzeskonform, leicht, geil. Auch das ist eigentlich fertig, aber hier fehlen die Griffschalen noch drin, weil sie beim Sägen, bei der Firma, die uns die sägen sollte, sind die verloren gegangen. War halt ganz besonderes Griffmaterial von Raffier, was jetzt weg ist. Dementsprechend macht Raffier uns jetzt Neues und dann schicken die uns das und dann sägen wir es wieder und versuchen den zweiten Versuch. Lange Rede, kurzer Sinn. Keine Ahnung, wann es da ist. Wenn es da ist, machen wir ein YouTube-Video dazu, setzen auch bei Instagram und bei Twitter, Instagram und Facebook setzen wir eine Info rein, dass ihr informiert werdet. Bis dahin müsst ihr warten. Und wie immer ist es, entweder ich sage euch nichts und warte, bis die Sachen wirklich fertig sind, oder ich sage euch schon mal, hey, da kommt was. Und dann müssen wir halt warten. Aber Vorfreude ist ja die schönste Freude, habe ich mal gehört. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich wünsche euch viel Spaß mit unseren Sachen. Der Schleifstein ist richtig geil und auch die Messer. Das Warten lohnt sich, weil die Qualität und der Spaß, den ihr damit habt, ist halt Schmiedeglut-Style, ne?